Es passiert nicht alle Tage, dass ein Dorfjunge Bundespräsident wird. So drückt die Mutter von Frank-Walter Steinmeier im westfälischen Brakelsieg ihren Stolz aus. Wenn auch etwas vorschnell, denn erst muss der Außenminister am 12. Februar von der Bundesversammlung gewählt werden. Dort hat er allerdings eine überwältigende Mehrheit hinter sich. Denn der glücklose SPD-Kanzlerkandidat, der ist jetzt auch der Mann der Union für das höchste Amt des Staates. Eine Entscheidung der Vernunft, sagt Angela Merkel. Andere sehen es als Schwäche der CDU und CSU, dass sie niemanden aus den Eigenreihen nominieren konnten. Steinmeier wird Bundespräsident. Wo bleibt die Union? Das ist unser Thema und ich begrüße Sie ganz herzlich zur Phoenix-Runde und darf Ihnen meine Gäste vorstellen. Bei uns ist Karl-Georg Wellmann von der CDU, seit 2005 im Bundestag und im Auswärtigen Ausschuss. Von daher kennt er Steinmeier dort natürlich gut. Und Johanna Ueckermann von der SPD, seit 2013 Bundesvorsitzende der Jusos, die statt einer großen Koalition eigentlich lieber ein rot-rot-grünes Bündnis sähe. Herzlich willkommen, Gero Neugebauer, Politikwissenschaftler, viele Jahre am Otto-Suhr-Institut hier in Berlin gelehrt. Und Nico Fried als Beobachter, Süddeutsche Zeitung, Leiter der Hauptstadtredaktion. Herr Wellmann, ist der Außenminister Frank-Walter Steinmeier, ist das der richtige Mann für die Union als Bundespräsident? Ja, ich habe das übrigens noch gefordert, bevor die Bundeskanzlerin das gesagt hat im Morgenmagazin. Es ist ein guter Kandidat und wenn die Union niemanden hat, der besser ist, das heißt, der bereit ist zu kandidieren, dann ist das völlig in Ordnung, dass wir ihn unterstützen. Aber warum hat die Union niemanden? Wir haben ja Leute. Norbert Lammert wäre ein sehr guter Bundespräsident geworden, Wolfgang Schäuble. Aber die Entscheidung war beider persönlich so zu sagen, wir kandidieren nicht, wir stehen nicht zur Verfügung. Und dann finde ich es falsch, in die zweite Reihe zu steigen und zu sagen, nur damit ein CDU-Mann oder Frau es wird. Da sind ja Namen genannt worden in den letzten Wochen, die zum Teil wirklich abwegig waren. Tüchtige Politiker, tüchtige Ministerpräsidentinnen, tüchtige Banker. Aber ich finde, Steinmeier ist eine gute Wahl. Und wenn man dann keinen besseren zur Verfügung hat, dann soll man ihn unterstützen. Und dieses Parteienarithmetik und Parteiengezänk raushalten. Mhm. Über die Rolle der Union reden wir natürlich gleich noch mal ein bisschen ausführlicher. Aber erstmal einfach in die Runde die Frage, Frau Ueckermann, finden Sie auch, dass Steinmeier der richtige Kandidat ist? Ja, ich finde, Frank-Walter Steinmeier ist ein sehr guter Kandidat. Er gilt als sehr besonderer Politiker. Er gilt als sehr guter Außenminister, wird, glaube ich, sehr geschätzt, nicht nur innerhalb der SPD, sondern auch von den Bürgerinnen und Bürgern. Von daher, glaube ich, ist er ein sehr guter Kandidat, gerade in diesen Zeiten, wo viele Menschen die Verunsicherung spüren und auch Angst haben vor Konflikten in der Welt, kann er, glaube ich, ein sehr wortgewaltiger Bundespräsident werden. Bräuchte man ihn nicht als Außenminister noch länger? Ja klar, er macht eine tolle Arbeit als Außenminister und das ist mit Sicherheit so ein bisschen der Wermutstropfen an der ganzen Geschichte, dass wir einen sehr guten Außenminister verlieren. Ich bin aber sehr sicher, dass wir innerhalb der SPD auch jemanden finden, der das genauso gut ausfüllen kann wie Frank-Walter Steinmeier. Herr Neugebauer, für was steht denn Frank-Walter Steinmeier, wenn er jetzt Bundespräsident wird? Das ist eine gute Frage, weil ich darüber nachgedacht habe und zu einem Ergebnis gekommen bin. Ich weiß es nicht. Der Bundespräsident repräsentiert die Bundesrepublik Deutschland im Ausland. Die Frage ist, welche Bundesrepublik? Welches Blick hat er auf die Bundesrepublik? Wie sieht er sie? Da kenne ich keine Aussagen. Das heißt, ich weiß nicht, nimmt er die Gesellschaft der Bundesrepublik dar als eine Gesellschaft, in der Furcht vor Krisen herrscht, in der Angst herrscht, die guten Zeiten könnten bald vorbei sein, in der man nicht weiß, was auf einen zukommt. Möglicherweise also Dinge, die das Erstarken von populistischen Attitüden und Ähnlichem bewirken. Oder nimmt er die Bundesrepublik so dar, wie er sie als Außenminister wahrnimmt, als ein Hort der Stabilität, als ein Platz, von dem aus sozusagen Beiträge geleistet werden zu Konfliktlösungen, die Konflikten, die in der Welt existieren, wo man die eigenen Konflikte, die man mit der Welt hat, aber hinten anstellt, Flüchtlingsfrage beispielsweise. Also ja, das wird man abwarten müssen, wie er dann seine Aufgabe formuliert und wie er dann sozusagen als Repräsentant welchen Deutschlands er auftritt, das Deutschland, das er mit, dessen Bild er mit in die Welt getragen hat, als Außenminister, als jemand, der Konfliktmanagement betreibt, oder das Bild, das er sozusagen wiedergeben muss, weil er nun Repräsentant ist, einer Gesellschaft, auf deren Entwicklung er zum bestimmten Zeitpunkt als Architekt der Hartz-IV-Kampagne oder der Arbeits- und sozialpolitischen Reform Einfluss hatte, aber das heute etwas anderes schon darstellt. Mhm. Herr Fried, Frank-Walter Steinmeier steht für die Politik, für die Politikerklasse in diesem Land, Kanzlerkandidat, Chef des Kanzleramtes, Außenminister.
Ist es die richtige Wahl, dass man jetzt jemanden nimmt, der eben genau aus dieser Klasse kommt und eben vielleicht nicht den außenstehenden Blick hat auf die Gesellschaft? Ja, diese Debatte hat mich immer schon ein bisschen gestört, dass man da so eine Kategorisierung macht, wer jetzt für dieses Amt besonders geeignet ist, Politiker oder Nicht-Politiker. Sigmar Gabriel hat es ja auch gemacht damals nach oder schon als Christian Wulff nominiert wurde und hat gesagt, er hat nur eine Politikerlaufbahn und kein Leben. Das war sehr verletzend, auch gegenüber Wulff und auch falsch. Und dann zu sagen, es sollen jetzt immer so Gauk-Typen sein, ja, die so ein bisschen von außen kommen, das lässt sich auch gar nicht einlösen. Das hat man ja gesehen, gerade dann, wenn jemand wie Gauck so eigentlich gute Arbeit geleistet hat, allgemein angesehen ist, so jemand kann man ja nicht aus dem Hut zaubern. Und ich finde, die Politik begeht auch einen Verrat an sich selbst, wenn sie sagt, das höchste Amt im Staate, das können wir mit niemandem von uns besetzen. Das finde ich auch lächerlich. Aber trotzdem, warum haben da so viele abgesagt? Herr Wermann, Sie haben es ja vorhin schon angedeutet, dass viele das nicht wollten. Das wundert einen doch. Warum ist es nicht mehr also ein solch attraktives Amt und eine Ehre, das auszuführen? Es ist ein hochattraktives Amt. Aber sie brauchen eine gewisse Reife, sie brauchen ein gewisses Alter, einen gewissen Erfahrungshorizont, um diese Aufgabe zu erledigen. Das hat man an denen gesehen, die zu jung waren. Für Christian Wulff kam es zu früh. Es war ein hervorragender niedersächsischer Ministerpräsident, der das Land modernisiert hat. Aber als Bundespräsident war es zu viel für ihn. Er war auch noch zu sehr in den Angelegenheiten Niedersachsens verfangen. Seine Kontakte zu Unternehmern und anderen. Das heißt, sie suchen immer nach Leuten mit einem gewissen Lebensalter. Wenn sie Politik machen, in hohen Funktionen gehören sie ja dem Staat. Nehmen Sie Norbert Lammert, der geht jetzt auf Ende 60 zu und der sagt sich vielleicht, ich möchte die Zeit, die ich noch habe, mit meiner Familie verbringen, möchte noch Sachen, die schön sind, machen, möchte nicht immer, wenn ich auf die Straße gehe, angestaunt werden. Wenn ich in einen Buchladen gehe, steht jemand neben mir, guckt, welches Buch kauft der Bundespräsident. Es ist auch der Drang nach Privatheit. Ich finde das nicht schlimm. Ich finde Steinmeier gerade im richtigen Alter. Und ich kenne ihn ja 60, seit 10 Jahren und er hat das sehr gut gemacht. Eine sehr ausgleichende, unideologische Figur, Persönlichkeit. Und darauf kommt es ja an. Es droht in Deutschland eine Spaltung der Gesellschaft. Was die Populisten angeht, sehen Sie, was in Amerika gerade bei den Wahlen passiert. Und sehen Sie, was bei den letzten Landtagswahlen bei uns passiert ist, in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern. Da brauchen wir jemanden, der Gräben zuschüttet. Ja, aber gerade für die ist es doch vielleicht das falsche Signal, dass eben dann jemand aus dieser Politikerklasse das wird. Was heißt Politikerklasse? Er hat dem Land hervorragend gedient, wie viele andere auch. Und als CDU-Vertreter stehe ich nicht an zu sagen, er war ist ein guter Außenminister, hoffentlich kriegen wir einen ebenso guten Nachfolger. Und die CDU stellt die Bundeskanzlerin und diese Regierung ist ja wirklich erfolgreich. Dem Land ging es ja fast nie so gut, wie es jetzt geht. Die Stimmung ist ein bisschen paradox zu dem. Früher, vor 10 Jahren, waren es noch die Arbeitsplätze, Zukunftsangst, die Leute bewegt hat. Das spielt gar keine Rolle mehr. Die Rentner haben gerade eine hohe Steigerung bekommen. Und ich finde, er ist jemand, der zusammenführt und das mitbringt, was wir brauchen. Die Neue Züricher, die schreibt in einem Kommentar, dass es gerade keine überzeugende Antwort ist auf das, was sich in den Vereinigten Staaten mit Donald Trumps Wahlsieg abgespielt hat. Jenen Bürger, denen das immer schon so vorkam, bestätigt sie die Vermutung, die Berliner Politik werde im Hinterzimmer gemacht. Frau Oeckermann, was würden Sie denn zu dieser Kritik sagen? Ich kann die ehrlich gesagt nicht so richtig nachvollziehen, weil ich glaube, bei Frank-Walter Steinmeier sieht man ja tatsächlich, dass auch alle Umfragen, die gemacht wurden, einen großen Rückhalt für ihn auch in der Bevölkerung irgendwie bestätigt haben. Also wenn man Straßenumfragen gesehen hat, dann haben die Leute immer gesagt, ich kann mir eigentlich niemanden Besseren vorstellen. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich guten Rückenwind für ihn. Gleichzeitig glaube ich, dass er sich sehr darüber bewusst ist, dass es natürlich eine große Verantwortung ist, mit der er jetzt in dieses Amt geht. Und ich glaube auch, dass ein Thema, was er voranbringen muss als Bundespräsident, was ich aber glaube, was er kann, ist, auf sozialen Zusammenhalt zu setzen und eben genau die Spaltung, die es in unserer Gesellschaft gibt und auch die Unsicherheit, die Ängste
auch die Ungerechtigkeiten, die herrschen, dass er die auch thematisiert und anprangert. Aber nun gilt er ja gerade als Architekt dieser Agenda 2010 und von Hartz IV, dann könnte man ja sagen, dann ist er eigentlich der Falsche für Ungerechtigkeiten. Das wird ja oft auch so thematisiert eben. Die Linken sagen deshalb, sie können ihn deshalb nicht mitwählen, Herr Neugebauer. Wie sehen Sie das? Wie sehr ist Steinmeier, steht er für diese Agenda? Sie haben es ja eben auch schon angesprochen. Und ist er dann der Richtige? Ja, er steht dafür, natürlich. Ja. Er steht auf der Seite derer, die auf den Erfolg dieser Politik verweisen und sagen, wir haben eine Wirtschaft, die sich gut aus der Krise entwickelt hat. Wir haben einen Arbeitsmarkt, der viel stabiler ist und besser aussieht als in vielen anderen europäischen Ländern, von kleineren mal aus europäischen abgesehen. Und wir haben eine sozusagen Situation, wo wir aufgrund der wirtschaftlichen Stärke auch eine politische Stärke haben, die wir beispielsweise in der europäischen Politik voll ausspielen können. Und von daher gesehen ist er auf der Seite der Sieger. Er ist niemand, der betroffen gewesen ist. Also insofern kann man das populistische Argument anwenden. Mitglied einer politischen Klasse. Nun gut, dass wir nicht mehr Amateure als Politiker haben, ist ein Vorteil, weil Politik ein Beruf ist schon lange. Dass das Grundgesetz nur beim Bundespräsidenten die Altersklasse vorschreibt, man muss 40 sein und deutscher Staatsbürger, andere Voraussetzungen werden nicht verlangt, ja. Hat auch seinen Grund, weil in der Tat schon ein gewisses Alter verlangt wird. Aber trotzdem meine ich, dass er eben der Repräsentant dieses auch kosmopolitischen und wirtschaftspolitisch offenen Deutschlands ist und insofern nicht der, Sozialarbeiter der Nation. Das wird er nie sein können. Auch aufgrund der Rolle in der Innenpolitik wird er das Amt dazu nutzen können, um zu sagen, wenn ich in andere Länder fahre und gefragt werde, wie es in Deutschland geht, muss ich auch die Schattenseiten darstellen, die durch eine bestimmte Politik entstanden sind, auch wenn ich dafür verantwortlich bin. Aber ich kann nur das thematisieren als Aufforderung an die nationale Politik, das zu heilen, um das mal so ein bisschen pauschal zu formulieren. Aber darüber hinaus noch nicht mehr. Ich finde schon, dass diese Widersprüchlichkeiten, dass man die ruhig noch mal ein bisschen aufgreifen kann. Also es gibt diese große Widersprüchlichkeit, dass Frank-Walter Steinmeier als Person und natürlich auch dank des Amtes als Außenminister unglaublich populär ist. Mhm. Und umgekehrt, als die Deutschen die Chance gehabt hätten, ihn damals zum Bundeskanzler zu wählen, haben sie ihm eine Klatsche verpasst, an der er lange zu kauen hatte. Ja? Das hatte natürlich auch mit der Politik zu tun, der SPD damals. Aber das war ja eine Politik, für die er auch ganz entscheidend stand. Und ehrlich gesagt, Frau Oegemann, wundert es mich schon auch ein bisschen, dass Sie jetzt gerade sagen, dass Herr Steinmeier jemand ist, der für den sozialen Zusammenhalt steht, als jemand, der diese Reformen immer kritisiert hat für die und sie ja auch rückgängig machen will größtenteils, für die Frank-Walter Steinmeier verantwortlich ist. Und wenn ich noch einen letzten Punkt sagen darf, wo wir gerade über die SPD sprechen, an der Stelle ein bisschen amüsiert war ich schon auch, wenn ich mich zurückerinnere, damals an die Kandidatur Köhler, zweite Runde, als die SPD-Frauen mit großem Aufwand Gesine Schwan noch mal überredet haben zu kandidieren, weil sie gesagt haben, es muss endlich mal eine Frau werden. Davon höre ich gar nichts mehr in der SPD. Bitte schön, geschenkt. Ja. Aber also so ganz konsequent sind da die Positionen auch nicht. Ne. Wenn man sich jetzt mal einen Bundespräsident backen könnte, sage ich mal, also was wäre denn eine ideale Besetzung? Was muss ein Bundespräsident leisten oder eine Bundespräsidentin, Frau Oeckermann? Wie wichtig ist das denn, dass es dann doch vielleicht mal eine Frau geworden wäre? Ist das schon noch ein Punkt, wo Sie sagen, das habe ich jetzt nämlich von Ihnen noch nicht gehört, Sie sagen, das hat mich schon ein bisschen geärgert? Nee, klar. Also um ehrlich zu sein, wenn ich mir selbst jemanden backen könnte, dann hätte es ein bisschen anders ausgesehen. Also ich hätte es gut gefunden, die erste Bundespräsidentin haben zu können. So, weil ich glaube, es ist schon an der Zeit, schon langsam auch mal nach so vielen Männern, die dieses Amt hatten. Ich muss auch sagen, am Anfang, als klar wurde, dass Gauck aufhört, hätte ich mir auch vorstellen können, dass man eben gemeinsam einen rot-rot-grünen Kandidat, also eine rot-rot-grüne Kandidatin vielleicht auch findet. Und ich kann auch durchaus verstehen, dass es Kritik an Frank-Walter Steinmeier gibt, aufgrund seiner Rolle bei der Agenda 2010. Das, glaube ich, kann man auch gar nicht wegreden. Mein Eindruck ist nur davon unabhängig, halte ich Frank-Walter Steinmeier für einen guten Kandidaten. Und ich glaube, so wie die SPD erkannt hat, dass sie Fehler gemacht hat bei der Agenda 2010, bei den Reformen, die wir angestrebt haben und die ja auch korrigiert haben oder zumindest gerade auf dem Weg sind, manche nicht zu alle. Zu nicht korrigieren. Nicht alles, was kritisiert wurde, wird zurückgenommen. Nicht alles, aber es ist uns schon gelungen, da die Programmatik in den letzten Jahren ein bisschen zu korrigieren. So glaube ich auch, dass eben Frank-Walter Steinmeier aus den Erfahrungen lernen kann, lernen sollte. Und genau deshalb fände ich es eben wichtig, wenn ihr dieses Thema sozialer Zusammenhalt auch noch mal aufgreift.
greift, weil ich glaube, das ja, wäre entscheidend. Ich glaube, man nennt es Dialektik, was Frau Eckermann hier gerade macht. Also alle sind irgendwie ganz, ganz zufrieden, auch in der Union. Aber Herr Seehofer hat ja gesagt, na ja, es ist schon in Ordnung, aber man hätte sich auch was anderes vorstellen können. Also nochmal, welches Signal geht von dieser Nominierung aus in Richtung Union? Was bedeutet das? Ist das ein, kann, muss man sagen, es ist eine Schlappe für Angela Merkel und ein Sieg für Sigmar Gabriel? Nur scheinbar. Angela Merkel, also diese Nominierung bedeutet, Angela Merkel wird als Bundeskanzlerin wieder kandidieren. Sie wird wieder antreten ein weiteres Mal. Und das Signal ist sehr wahrscheinlich, dass diese Koalition fortgesetzt wird. Gabriel würde ja völlig unglaubwürdig, wenn er Frank-Walter Steinmeier zum Bundespräsidenten vorschlägt und dann Rot-Rot-Grün macht mit Sarah Wagenknecht und Dietmar Bartsch, die aus der NATO austreten wollen, die die europäischen Verteidigungsanstrengungen für eine Bedrohung des Weltfriedens ansehen. Ich finde das auch nicht falsch. Diese Regierung war bei Licht betrachtet höchst erfolgreich. Eine Bedingung waren übrigens die Hartz-Reformen, die Schröder und Steinmeier damals gemacht haben. Das hat Deutschland zu Wohlstand gebracht. Man kann es immer noch besser machen. Wir haben Defizite in der Fläche, in der Gesundheitsversorgung in Mecklenburg-Vorpommern und woanders. Aber Deutschland geht es sehr gut und warum soll man das nicht weitermachen? Es gibt objektiv gar keinen Anhaltspunkt für einen Wechsel. Und die Grünen haben sich nach ihrem Parteitag in Münster jetzt für längere Zeit von einer möglichen Regierungsbeteiligung verabschiedet. Herr Trittin hat wieder das Ruder übernommen. Aber es gibt ja durchaus Auseinandersetzungen mit der CSU und also zwischen CSU und CDU. Es ist ja jetzt nicht alles so, dass alle jetzt Hurra schreien, wenn es wieder eine große Koalition gibt. Also welches Signal geht von diesem, sehen Sie es genauso, wie Herr Wellmann das sagt, auf jeden Fall weiter so mit großer Koalition? Ich sehe erstmal ein Signal an die SPD. Gabriel sagt, ich bin entscheidungsfähig und ich kann entscheiden. Er kann sagen, wir haben Personen, die bereit sind, das Amt anzunehmen, die das können und auch wollen, was in der Union ja gefehlt hat mit dem Wollen. Ja. Und er kann nach außen signalisieren, der Bundespräsident ist ein Vorschlag der regierenden Parteien und ist kein Signal für eine künftige Koalition. Das hatten wir ja 1969 bei Heinemann, das war da ausdrücklich. Wenn er es jetzt leugnet, leugnet er das nicht nur, weil er den Eindruck vermeiden möchte, das sei schon ein Signal für die nächste große Koalition, sondern weil er sagt, ich will darüber nicht reden, dass das nicht verhindern kann, dass darüber geredet wird, würde ich mal so unterstellen. Aber er kann eben auch deutlich machen, und das ist ja auch eine Strategie, die er einschlägt, hat er auch bei Tengelmann gemacht, er sagt, wer kann schon was dagegen haben, wenn ich 16.000 Arbeitsplätze rette? Und jetzt, wer kann schon was dagegen haben, wenn ich den beliebtesten deutschen Politiker als Bundespräsidentenkandidaten nominiere? Das ist aber bestimmt kein Signal für Rot-Rot-Grün. Nein, das ist aber auch nicht dagegen. Und schon das ist doch die große Kunst gewesen. Schon gar nicht für Schwarz-Grün. Nein, aber ich nehme jetzt mal wieder Dialektik auf. Und er befreit sich auch von einem bestimmten Ruf. Also insofern hat das schon eine Bedeutung für das Verhältnis von Gabriel zu seiner eigenen Partei, für seine Rolle in der Partei, und aber eben auch gegenüber der Union. Plump formuliert, ich zeige, ich bin nicht der Dackel an der Leine von Frau Merkel, sondern ich bin in der Lage, in bestimmten Situationen etwas deutlich zu machen und das dann auch durchsetzen zu können. Unter anderem auch, weil er früh gesehen hat, dass die Union nicht in der Lage war, eine ähnlich gute Kandidatur zu präsentieren. Er hat sich aber auch dann eben wieder nicht an Absprachen gehalten, aber das hat letztendlich aber besser nur an damit. Die Absprache. An die Absprache, ja, schon klar. Frau Eckermann, Sie haben ja Gabriel oft kritisiert. Ihr Auftritt auf dem Parteitag auf dem letzten ist, hat zu viel Verstimmung geführt. Sie sind also nicht die größte Freundin von Sigmar Gabriel. Müssen Sie ihn jetzt einfach nur mal uneingeschränkt loben? Ich glaube, an der Stelle muss man tatsächlich sagen, dass er, ja, er hat, wie soll ich sagen, hoch gepokert. Ich glaube schon, dass es ein gewisses Risiko mit dabei war, Frank-Walter Steinmeier einfach zu präsentieren und auch zu sagen, wir machen das als SPD. Aber letztendlich haben wir uns ja durchgesetzt. Von daher würde ich sagen, an der Stelle ist es tatsächlich gelungen. Also Steinmeier ist Kandidat der Jusos auch. Ich habe gerade schon gesagt, hätten wir uns als Jusos, hätte ich mir eine Kandidatin backen können, sähe es ein bisschen anders aus. Aber gleichzeitig finde ich, Frank-Walter Steinmeier ist ein guter Kandidat. Und da gibt es auch, glaube ich, nichts dran zu reden. Ich würde gerne noch mal was zu dem Signal, zu der Signalwirkung sagen. Ich glaube, es gibt eine unmittelbare und eine etwas länger oder mittelfristig wirkende. Ich fange mal mit der unmittelbaren an. Was Gabriel doch gelungen ist, ich gebe zu, auch zu meiner Überraschung, ich habe das nicht für möglich gehalten, mit diesem Vorpreschen mit dem Kandidaten Steinmeier und die Union da in die Ecke zu drängen
war etwas, was die SPD unbedingt gebraucht hat, nämlich er hat das Unmögliche möglich gemacht. Und diesen Coup sozusagen, das zu transponieren, auch in das Wahljahr hinein, das ist möglicherweise die mittelfristige Wirkung, die das hat. Dass die SPD sieht, auch wenn alle sagen, es geht nicht, es geht vielleicht doch. Und das ist natürlich das, was auch die Frage, kann die SPD den Bundeskanzler stellen, dann in ein neues Licht rückt. Und das hat auch Auswirkungen mittelfristig, glaube ich, auch in die Atmosphäre in den beiden Parteien hinein. Das, was man gestern erlebt hat in der Union, dass dann in den Schaltkonferenzen von Vorstand und Präsidium alle sagen, naja gut, okay, dann es sei, ja, das wird natürlich erstmal nochmal so durchsickern in die Partei. Und natürlich wird es sie ärgern. Und man wird dann im Februar, wenn alle nochmal anrücken müssen, auch aus den Ländern und den Steinmeier dann wählen müssen, also mit Begeisterung, außer Herrn Wellmann, werden das nicht viele tun in der Union. Die Kanzlerin ist bestimmt auch ganz begeistert. Ja. Und umgekehrt in der SPD gibt es natürlich nochmal so einen Schub. Ja. Und das ist, glaube ich, so ein psychologisches Signal, was die SPD mal unbedingt gebraucht hat. Ja. Wenn Sie mal überlegen, dass wir vor einem Jahr noch drüber gesprochen haben, Herr Albig, dass die SPD gar keinen Kanzlerkandidaten aufstellen sollte. Ja. Heißt das dann aber, oder vielleicht noch einen Schritt zurück, Sie haben geschrieben in einem Artikel, dass es letztendlich wie ein Sabotageakt Gabels an rot-rot-grünen Träumen aussieht, diese Nominierung. Ja, ich stehe überhaupt nicht an zu sagen, dass ich mich über den Vorstoß von Gabriel getäuscht insofern oder geirrt habe insofern, weil ich in dem Moment dachte, er schadet dem Interesse, Steinmeier zum Kandidaten zu machen, weil ich geglaubt habe, er macht den Weg für die Union und auch für die Grünen oder auch für die Linken eigentlich noch weiter, indem er den jetzt öffentlich dahinstellt, weil die sich dann vorgeführt werden müssen. Aber er hat da taktisch richtig gehandelt, mit großem Risiko, sagt auch die Frau Ueckermann, finde ich, zu Recht. Aber der Entscheidende ist, was hinten rauskommt, hat mal einer gesagt. Und in dem Fall also 1-0 für Gabriel. Ja. Vielleicht ist auch eine Art persönliche Wiedergutmachung, nachdem er ihn im Sommer 2012 hat hängen lassen in der Frage Kandidatur Steinbrück-Steinmeier, wo Steinmeier dann ja hingeschmissen hat, weil er gemerkt hat, er wird nicht ausreichend unterstützen, wo da Gabriel eben auch so hin und her schwankte, wen und was denn nun. Das habe ich anders in Erinnerung. Also mein Eindruck 2012, das müssen wir jetzt hier keine Geschichtsforschung betreiben, war, dass Steinmeier schlicht nicht wollte, teilweise privaten Gründen. Ja. Sie haben eben gesagt, Frau Ueckermann, Herr Fried, haben beide gesagt, Gabriel hat hoch gepokert. Wenn man in dem Bild bleibt, hat sich Frau Merkel verzockt, weil sie zu lange gewartet hat, Herr Wellmann? Also mich stört die Diskussion. Wir sind so im Polit-Taktischen jetzt im Moment. Der eine hat hochgepokert, die andere hat sich verzockt. Die Republik sucht einen neuen Bundespräsidenten, der die Republik vertreten soll, in dem sich die Werte und Stimmungen der Menschen sozusagen spiegeln sollen und zusammenfassen sollen, der Orientierung geben soll. Das sollten wir raushalten aus diesem Parteien-Hickhack und Klein-Klein. Wir suchen eine Frau oder einen Mann und haben ihn jetzt gefunden. Den hätte man aber auch schon ein bisschen früher machen können, oder? Ja, das ist ja nicht trivial oder nicht so einfach. Der Gabriel ist ja auch noch nicht so lange her, dass Gabriel Steinmeier vorgeschlagen hat. Und es war nicht klar, ob Steinmeier auch wirklich will. Und wir hatten teilweise großes Glück mit unserem Bundespräsidenten. Denken Sie an Richard von Weizsäcker und auch Joachim Gauck. Und ich finde, daran sollten wir uns messen und jetzt nicht sagen, der eine hat einen Vorteil und der andere hat einen Nachteil. Die CDU ist auch in den Umfragen nach wie vor stärkste Partei und wird das Land weiter führen. Davon gehe ich aus, dass auch Angela Merkel das machen wird. Und dass wir die erfolgreiche Politik gemeinsam mit den Sozialdemokraten fortsetzen. Ist ja eine Gemeinschaftsarbeit. Und das, was die Leute hassen, wir haben das ja gerade im Berliner Wahlkampf erlebt, ist die ständige Wadenbeißen. Alle oder die meisten Minister machen eine gute Politik, Sozialdemokraten wie Christdemokraten. Das sollten wir mehr sagen, als den anderen schlecht zu reden. Das war immer das Problem der SPD, dass sie versucht haben, so ein bisschen Opposition in der Regierung zu machen. Wir sollten über unsere Erfolge reden. Sie sind da und wir werden das gemeinsam weiter meistern. Das heißt, auch ein grüner Kandidat wie Kretschmann wäre für Sie auch absolut undenkbar gewesen? Ich habe das für eine etwas abwegige Idee gehalten. Kretschmann ist ein tüchtiger Landesminister, ein tüchtiges Landesgewächs. Ich sehe in ihm nicht die Figur, die die deutsche Gesellschaft zusammenfügt und eint und Orientierung gibt. Und zu glauben, das wäre nun das Signal für Schwarz-Grün gewesen, ist spätestens seit dem Grünen Parteitag jetzt in Münster reine Illusion. Ich habe das ohnehin für abwegig gehalten. Mhm.
Wäre es denn grundsätzlich besser, Herr Neugebauer, wenn man es jetzt raushalten will aus der Parteipolitik, wäre es gut, wenn man einfach verschiedene Kandidaten hätte, auch überparteiliche Kandidaten und letztendlich würde das Volk den Bundespräsidenten wählen? Oder hätten wir dann erst recht ein Parteiengezänk? Na, die wenigen Mütter und vielen Väter des Grundgesetzes haben ja mit Bedacht gesagt, ja, wir wollen dieses plebiszitäre Element nicht haben. Mhm. Trump zeigt ja auch, was passieren kann, wenn ein Mann mit viel Geld und einer geschickten Rhetorik und bestimmten Strategien dann Leute überzeugen kann, ihn zu wählen. Und insofern halte ich das Verfahren, weil ich ohnehin eher ein Anhänger der repräsentativen Demokratie bin, für durchaus angemessen. Zumal die Bundesversammlung ja auch Menschen aus dem Volk, die nicht Politiker oder Mandatsträger sind, einladen kann, teilzunehmen. Eher müsste man hier schon sagen, warum gehen die Parteien nicht mit eigenen Kandidaten rein in diese Versammlung, gerade wenn sie von dieser Person erwarten, dass sie nicht Signalwirkung für künftige Koalitionen bildet. Dann könnte man sagen, gut, sollen nominieren, reingehen und dann entscheidet die Wahlgänge, wer dann letztlich übrig bleibt. Es wird nach meiner Auffassung ohnehin Absprachen geben, aber es wird dann aber auch das Bemühen geben, Kandidaten zu präsentieren, die dann die Mehrheiten bekommen können. Und insofern bin ich nicht ganz so glücklich über das Verfahren, das dazu führt, dass man sagt, okay, wir wählen jemanden aus. Es hat aber eine Tradition bei uns und in der Regel sind die Ergebnisse ja auch positiv. Ja, ich bleibe mal dabei, in der Regel sind sie positiv. Und von daher gesehen spricht einiges dafür, diese Tradition beizuhalten, aber insoweit zu öffnen, dass man sagt, dieses plebiszitäre oder dieses Wahlelement stärker in diese Versammlung hineinbringen und nicht bereits dann schon Fraktionen mit vorgefestigten Meinungen in die Versammlung zur Abstimmung zu schicken. Frau Ueckermann, was würden Sie davon halten, wenn das Volk den Bundespräsidenten wählen würde? Ich bin da tatsächlich auch kein Fan davon. Aber nicht, weil ich glaube, dass es unbedingt dazu führen würde, dass auch hier eine Art Trump gewählt werden würde, sondern weil ich der Meinung bin, der Bundespräsident hat ja eine andere Rolle. Also es ist vor allem eine Rolle des Repräsentierens. Es ist vor allem auch eine Rolle, wo man versucht, über Worte Debatten anzuschieben. Und die eigentliche politische Auseinandersetzung findet für mich bei der Bundestagswahl statt. Findet bei mir da statt, wo es darum geht, unterschiedliche Konzepte gegeneinander zu stellen, unterschiedliche Ideen auch zu präsentieren. Deshalb glaube ich, würde man vielleicht auch den Bürgerinnen und Bürgern was Falsches vorgaukeln, wenn man sagen würde, sie könnten jetzt tatsächlich die Geschicke des Landes entscheiden, dadurch, dass sie den Bundespräsidenten auswählen können. Und von daher glaube ich, dass das System, so wie es jetzt ist, schon in Ordnung ist. Mhm. Obwohl wir ja zweimal jetzt Bundespräsidenten hatten, wo es nicht so glücklich gelaufen ist, mit Herrn Köhler und Herrn Wulff, zwei Rücktritte hintereinander. Hängt das an Frau Merkel noch, Frau Herfried, die beiden, die sie ausgewählt hat, dass das eben nicht so schön geendet ist? Ja klar, also bei Köhler muss man ja mal fairerweise sagen, der hat eine ganze Amtszeit gemacht, war sehr populär, so ein bisschen, ich kann mich noch erinnern, Superhorst und diese Dinge und ist dann auch noch mal gewählt worden und damals ja offensichtlich auch mit Stimmen nicht nur aus dem Unionslager, sondern auch aus anderen Parteien. Gut, dann war diese Geschichte mit dem Rücktritt, das war bestimmt unglücklich, aber klar, das war ein Kandidat von Frau Merkel, insofern hängt das an ihr, bei Wulff noch viel stärker, weil es da von vornherein diese Vorbehalte gab und natürlich mit Gauck auch jemand da war, den viele für besser geeignet gehalten hätten. Im Übrigen widerspricht das auch ein bisschen diese Geschichte der Theorie, dass da immer einer ausgekungelt wird und der wird's dann. Also da hatten wir ja nun wirklich, ich kann mich noch erinnern, stundenlang saßen wir da im Bundestag und haben drei Wahlgänge uns ergehen lassen, bis der Herr Wulff endlich gewählt war. Nur um dann ein Jahr später wieder zurückzutreten. Also, es gibt da durchaus auch Wettbewerb und weil es eine geheime Abstimmung ist, auch ganz interessanten Wettbewerb dann. Vielleicht nur ein Satz. Man müsste, wenn der Bundespräsident gewählt werden würde vom Volk, dann allerdings auch seine Position aufwerten. Also mit so wenigen wirklich relevanten Funktionen ein solches Votum hinter sich zu haben, da würde die Kluft wäre so groß. Ja. Also dann ist ein Bundespräsident, der zwar gewählt worden ist vom Volke, aber der Aufgaben hat, die für die nationale Politik nur in zwei Fällen von Relevanz sind. Beim Misstrauensvotum und bei der Unterzeichnung von Gesetzen. Darf ich noch eine Ergänzung machen aus dem heraus, weil wir gerade sprachen über diese Abstimmung Wulff-Gauck damals. Das war ja auch deswegen so schwierig, weil das gewertet wurde ja nicht unbedingt als ein Misstrauensvotum gegen Wulff, dass er so lange gebraucht hat, sondern gegen Merkel damals.
Wenn wir das jetzt nochmal in die jetzige Diskussion übernehmen, so glaube ich, hat Frau Merkel sich an einer Stelle, glaube bis dahin nicht sehr geschickt verhalten, aber jetzt geschickt verhalten, dass sie nicht mit aller Gewalt einen eigenen Kandidaten dann noch hingestellt hat. Weil dann hätten zwar alle, die jetzt sagen, ah, das ist eine lebendige Demokratie und so, wunderbar, hätten das gelobt, aber am Tag der Abstimmung, wenn der Kandidat der Union verloren hätte, wäre es doch wieder Merkels persönliche Niederlage gewesen. Und das nicht wie jetzt, 10 Monate vor der Wahl, sondern dann im Februar nur noch 7 Monate vor der Wahl. Und das hat sie jetzt vermieden, jetzt bringt sie es hinter sich und dann ist die Sache auch erledigt. Und sie hätte noch dazu nicht nur den Schaden für sich selbst gehabt, sondern auch für den Kandidaten oder die Kandidatin. Das wäre ja dann irgendein Minister oder Ministerin oder Ministerpräsident gewesen. Der wäre dann auch noch beschädigt gewesen. Also diesen Schaden hat sie jetzt vermieden. Ja, aber trotzdem, Sie haben ja eben von der mittel- oder langfristigen Wirkung für die SPD gesprochen, dass das die SPD sozusagen aufwertet und einfach auch innerparteilich so ein gutes Gefühl gibt, das ist unser Mann. Herr Wellmann, ich würde gerne noch mal auf die Union gucken. Bedeutet das nicht doch, dass man im Nachhinein denkt, ach, haben wir doch irgendwie nicht hingekriegt, wird das Grollen aus München dann vielleicht doch noch mal stärker? Also das ist da ja eine bestimmte Unruhe. Es gibt ja auch in der möglichen Nachfolgediskussion von Frau Merkel, gibt es ja auch keine wirklichen großen Namen, die genannt werden. Also warum, die Personaldecke bei der Union ist dünn, oder? Das ist genau der Punkt. Wenn Sie den Unterschied zwischen Angela Merkel und Helmut Kohl sich angucken, großen CDU-Persönlichkeiten der 70er, 80er, 90er, 2000er Jahre kamen ja alle aus der Kita von Kohl. Er hat sie ans Licht geholt. Richard von Weizsäcker, Norbert Blüm, Heiner Geißler, Kurt Biedenkopf, Roman Herzog. Die hat er alle in Anführungszeichen entdeckt. Dem Herzog hat er gesagt, kommst ins Kabinett zu mir in Rheinland-Pfalz. Der Heiner Geißler war das. Vogel, wie sie alle hießen, Frau Laurin, Elmar Piroth, Ulf Fink. Und das fehlt. Wir müssen aufpassen, dass nicht so sehr die Stromlinie-Politik in beiden Parteien bestimmt, sondern dass wir wieder Persönlichkeiten, die es ja gibt im Land, in unserer Gesellschaft, entdecken und sagen, ihr müsst euch wieder für euer Land engagieren. Es ist eure Demokratie, es ist kein Obrigkeitsstaat, es ist nicht die Demokratie von Frau Merkel, Persönlichkeiten wie Herrn Gabriel oder anderen. Persönlichkeiten wie Herr Zubotenberg und Herr Merz haben alle nicht weitermachen können. Aus verschiedenen Gründen. Das bestätigt ja meine Argumentation. Wir müssen diesen Leuten, wie Kohl es damals gemacht hat, Raum geben, Mandate geben und dürfen nicht diejenigen auswählen, die bei Fuß gehen, die keine Schwierigkeiten machen. Das gilt auch für. Wir meinen Sie jetzt, die Kanzlerin hätte das tun sollen? Verstehe ich Sie da richtig? Wenn auch, Sie sagen, ja. Wir müssen? Wir haben ja auch mal Bundespräsidenten nicht nach Stärke ausgewählt, sondern nach der Frage, ob sie beim Regieren stören. Da haben wir ja Beispiele. Gauck ist das Gegenbeispiel. Steinmeier wird auch ein Gegenbeispiel sein. Weizsäcker war das Gegenbeispiel, die ja auch mal gegen den Strom geschwommen sind. Und da müssen wir wieder hinkommen. Wir müssen wieder starke Persönlichkeiten für Politik, für dieses Land gewinnen. Sie gibt es. Wir müssen sie nur holen und müssen sie fördern. Und das ist die große Aufgabe. Ist es so? Gibt es die? Sind die da? Und ist Frau Merkel, müsste sie andere Menschen fördern und tut sie das zu wenig? Nachdem Frau Merkel die Partei übernommen hat, erst als Generalsekretärin, dann als Vorsitzende, hat sie die alten Strukturen zerschlagen, alte Netzwerke aufgelöst, neue gebildet. Sie hat ein System von Abhängigkeiten geschaffen, in der es vor allen Dingen darauf ankam, ihr zuzuarbeiten bzw. Probleme von ihr fernzuhalten. In einer solchen Situation lässt man keine Konkurrenten zu. Man lässt niemanden groß werden. Und insofern ist das eine Erscheinung, die übrigens auch auf andere Parteien zutrifft, will ich gar nicht mal ausschließen. Aber die dann in einer Partei, die lange regiert und dann lange auch auf eine Kanzlerin konzentriert ist oder eine Vorsitzende konzentriert ist, dann dazu führt, dass beispielsweise Leute wie David McAllister, na ja gut, vielleicht könnte man jetzt sagen, was soll man, ein deutscher Bundespräsident mit einem englischen Pass und schottischen Vornamen, Bundespräsident, aber McAllister hätte so eine Perspektive haben können. Bei von Gutenberg bin ich mir nicht so sicher, aber das hat vielleicht eher Wissenschaftsgründe. Es gibt diese Menschen. Ja? Wenn Frau Kramp-Karrenbauer sagt, ich kann es nicht werden, weil ich nicht 3 Monate vor, 6 Wochen vor der Wahl eine Niederlage erleiden müssen, hat sie aber auch ein bestimmtes Verständnis von ihrer Funktion, die sie in dieser Partei ausüben könnte. Also insofern kann man durchgehen und sehen, aber ich denke doch, dass Herr Wellmann da recht hat, wenn er sagt, ja, das Problem ist die Personaldecke. Wer fühlt sich berufen, was zu machen? Vielleicht hätte man ja auch sagen können, gut, wir haben Leute aus Baden-Württemberg, Herr Strobel. Herr Strobel könnte auch so ein Amt ausführen, aber vielleicht sagt er, ich könnte ja auch möglicher Kanzlerkandidat sein für 2021. Herr Strobel als Bundespräsident, oder? Nicht Strobel?
Ja, Strobel ist der Schwiegersohn. Ja. Wolfgang Schäuble. Also nein, jetzt will ich nicht auf Herrn Strobel als Kandidaten mich kaprizieren. Ich habe nur einfach einen Namen, der mir in den Kopf gekommen ist, rausgegriffen und gesagt, der, weil er eine bestimmte Rolle erfüllen kann in dieser Partei. Mhm. Aber auch Menschen von alten CDU-Adel wie Frau von der Leyen. Nun gut, Frau von der Leyen kann ja auch sagen, ich könnte ja auch noch was anderes werden und halte mich deshalb in Reserve. Aber tja, gut, also wie gesagt, es ist das Problem, wen lasse ich groß werden? Und wende ich nicht das Prinzip der Champignonzucht an, der Erste, der dann den Kopf aus dem Humus schneidet, zack, wird abgeschnitten. Okay. Wenn wir auf Herrn Steinmeier gucken, dann sehen wir, dass er als Kanzlerkandidat eben gescheitert ist, dass er die Bürgernähe nicht so geschafft hat, dass er Probleme hatte mit Wahlkampf. Frau Oeckermann, haben Sie jetzt die Sicherheit, dass er das jetzt schafft, als Bundespräsident auch eine gewisse Bürgernähe herzustellen? Und ist das überhaupt wichtig? Also ich glaube, es ist schon unbedingt wichtig, eine Bürgernähe herzustellen. Ich glaube, das Scheitern als Kanzlerkandidat hatte durchaus andere Gründe. Also es lag an der fehlenden Glaubwürdigkeit, die die SPD zu der Zeit hatte, auch an einem, soll ich sagen, verkehrten Programm, mit dem man vorangegangen ist. Vielleicht auch ein Stück weit daran, dass Steinmeier kein Wahlkämpfer ist, der irgendwie die Auseinandersetzung gut kanne, sondern er ist eben eher besonnen, eher nachdenklich, eher jemand, der eben für, ich glaube, Zusammenhalt stehen kann. Und deswegen passt vielleicht diese Rolle jetzt als Bundespräsident ein Stück weit einfach besser auf ihn als Kanzlerkandidat. Aber sicher kann man natürlich nicht sein. Ich kann nur quasi an ihn appellieren, dass er diese Verantwortung jetzt auch gut annimmt. Für mich gehört nämlich zum Beispiel zu Bürgernähe auch, dass er sich einsetzt gerade für junge Leute, dass die mehr mitzureden haben in Deutschland, dass wir es hinkriegen, dass Engagement zum Beispiel stärker gefördert wird, gerade bei jungen Leuten, weil das enorm wichtig ist. Das sind auch Dinge, wo er, glaube ich, Bürgernähe beweisen könnte. Mhm. Herr Fried, was trauen Sie ihm dazu an Bürgernähe? Also jetzt mal rein, die praktische Bürgernähe, glaube ich, das kann er eigentlich schon ganz gut. Im Wahlkampf 2009 war das nicht so besonders, weil er da die Kandidatenrolle auch so ihm so fremd war. Ich glaube, da hat die Frau Oeckermann recht, dass der hat ja auch immer gebrüllt dann in seinen Reden und so. Das war ja furchtbar, da den Schröder versucht nachzumachen. Also es war schrecklich. Aber ich habe oft erlebt, dass er so im direkten persönlichen Umgang mit den Leuten sehr gut kann und die Leute mögen ihn auch. Ja, das geht ja bis hin, dass sie den einfach auch so optisch und so von der Art her knuffig finden und so. Das hat ihm immer schon geholfen. Er hat ja jetzt auch hohe Zustimmungsraten. Hohe Zustimmungsraten und dann dieses weiße Haar. Also mit dem Bundespräsidenten müsste sich die ja so machen, wenn er sie nicht schon so hätte. Also da sind die Voraussetzungen gut. Ich habe eine ganz und noch etwas. Er hat als Außenminister sich unheimlich stark für Kulturpolitik stark gemacht. Mhm. Und das ist etwas, was er mitnehmen kann ins Bellevue. Da bin ich ganz sicher, da auch ein bisschen neuen Schwung reinzubringen. Meine Sorge, ehrlich gesagt, aus dem, wie ich Steinmeier über die Jahre erlebt habe, ist, es könnte ihm trotz allem ein bisschen langweilig werden, weil er ist eben ein unglaublicher Tüftler der Macht. Und zwar nicht jetzt der Macht, um sie zu behalten, sondern der Macht, um etwas damit anzustellen, ja? Also zu gestalten. Der kann ja Außenpolitik wirklich bis in den letzten Winkel durchdeklinieren und nochmal denken und nochmal um eine Ecke rum, weil man erlebt es wahrscheinlich gelegentlich im Ausschuss. Das kann anstrengend sein, aber es ist auch ganz faszinierend. Das ist etwas, wo ich ein bisschen Sorge habe, dass das Amt ihn da mit der Zeit langweilen könnte, aber lassen wir es mal auf uns zukommen. Wer wäre denn ein guter neuer Außenminister, Herr Wellmann? Also der tritt in große Schuhe. Wir haben ja nur noch ein kurzes Rest der Legislaturperiode. Es darf kein Anfänger sein. Mhm. Martin Schulz fällt mir ein aus Brüssel. Das ist aber auch wieder ein SPD-Mann. Aber das ist sowieso gesetzt durch den Koalitionsvertrag. So kleinteilig denke ich jetzt, ich steht im Koalitionsvertrag. Ich überlege jetzt, wen haben wir an Außenpolitikern, die das Amt machen können. Der ist hoch erfahren, der kennt Europa. Deutsche Außenpolitik ist ja immer primär Europapolitik, weil wir die meisten Nachbarn in Europa haben und darauf angewiesen sind, mit all diesen Nachbarn im guten Einvernehmen zu leben, was ja Gott sei Dank der Fall ist. Also das wäre eine Möglichkeit, aber... Man hätte es ja auch umgekehrt denken können. Martin Schulz Bundespräsident und Steinmeier bleibt Außenminister, oder?
Nein, ich würde auch sagen, dann werden wir noch fortsetzen. Ja. Wenn wir mal sehen, welche wichtigen Felder haben wir, wo Konflikte geregelt werden müssen. Das ist die Ukraine, da telefoniert Frau Merkel mit Herrn Putin. Mhm. Dann haben wir die Türkei, da verhandelt Frau Merkel mit Herrn Erdogan. Aber Europa, genau da, wo jetzt auch in kurzer Zeit einfach eingestiegen werden muss, auf einem relativ hohen Niveau, wäre in der Tat Martin Schulz richtig. Mhm. Ja. Wo Steinmeier gerade jetzt in der Türkei war, ja, gut, und auch nochmal deutliche Worte gefunden hat. Okay, da, aber, ja. Da wird er immer geringer akzeptiert, weil er nicht der Präsident ist, weil er nicht der Kanzler ist. Ja? Ja. Die haben ein bestimmtes Verständnis voneinander. Auf der. Ja, da ist mein heute gleich einen Termin noch bei Herrn Erdogan bekommen. Ja, also, aber ja, hat er den bekommen, wenn er nicht als sozusagen designierter Bundespräsident gewesen wäre? Ich glaube, der Erdogan ist da. Na, okay. Frau Oeckermann, wie wichtig ist es, dass die SPD das Außenamt behält? Und wer ist für Sie der richtige Außenminister, der Nachfolger von Steinmeier? Also für mich gibt es überhaupt gar nicht darüber nachzudenken. Also braucht man gar nicht drüber nachdenken, ob die SPD das aus der Hand gibt. Ne? Es steht im Koalitionsvertrag, steht uns zu. Und ich glaube, alles andere wäre da Wunschdenken an der Stelle. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass die SPD auch eine Reihe von Leuten hat, die dieses Amt gut ausfüllen könnte. Ich bin da aber ganz bei Ihnen. Also Martin Schulz ist mit Sicherheit jemand, der da immer als erstes auch genannt wird, auch innerhalb der SPD. Und ich glaube, gerade aufgrund irgendwie seiner Erfahrung als Präsident des Europäischen Parlaments und da glaube ich, das wäre schon gut. Mhm. Das ist auch so ziemlich der einzige Name, den man dauernd hört, oder, Fried? Oder gibt es noch eine andere Möglichkeit? Oh, es gibt schon noch andere Möglichkeiten. Also natürlich könnte man auch Herrn Oppermann sich vorstellen, der in der Partei für viele Ämter gehandelt wird und sich selbst, glaube ich, auch jedes zutraut. Mhm. Und dann wird ja noch so über die Variante geredet, ob Sigmar Gabriel es nicht einfach selber macht. Ich glaube, dass derjenige, den die SPD als Außenminister nominiert, nicht derjenige sein wird, den sie ins Rennen ums Kanzleramt schickt. Weil man sagt zwar einerseits, das Auswärtige Amt ist ganz schön, um sich so ein bisschen, um populär zu werden, das hat bei fast allen funktioniert, aber dafür ist die Zeit zu kurz. Und deswegen braucht man jemanden, der sich auf die Außenpolitik konzentriert und jemand anderen für die Auseinandersetzung im Wahljahr, der dann auch möglichst nicht zu sehr nicht nur in die Kabinettsdisziplin eingebunden ist, sondern in der Außenpolitik ist es ja auch traditionell und wichtig, dass es einen Konsens im Großen und Ganzen zwischen Kanzlerin und Außenminister gibt. Ja. Also sich da dann zu profilieren im Wahlkampf, das würde sehr schwer werden. Und ist jetzt eigentlich klar, dass Gabriel der Kanzlerkandidat ist, weil er jetzt das so geschickt gemacht hat? Da wollen wir mal abwarten. Ich meine, wenn Herr Schulz Außenminister würde und in die deutsche Bundesregierung käme, dann ist noch mal ein neues Spiel da, kann ich mir vorstellen. Aber ich zerbreche mir nicht den Kopf über die Sozialdemokraten, wen die zum Kanzlerkandidaten machen. Ich will nur, wir haben so viele internationale Baustellen, so viele krisenhafte Situationen. Wir können da jetzt keinen Anfänger gebrauchen. Wir brauchen einen, der Erfahrung hat, der die ganze Sache kennt und bekannt machen. Schulz ist ja als Außenpolitiker, als Europapolitiker bekannt, also der hätte das Problem nicht. Ich spreche auch gar nicht gegen Herrn Schulz, Herr Wehrmann. Ich glaube nur, dass Herr Gabriel noch zwei, drei andere Gedanken im Wahljahr sich machen wird, als nur die Frage, ob der Schulz jetzt der richtige Außenminister ist. Ist Herr Gabriel jetzt durch diese Geschichte, die Sie auch gut finden, als eine der Kritikerinnen von ihm, wo Sie sagen, er ist schon der richtige Kanzlerkandidat dann auch? Ich würde das, glaube ich, nicht an dieser Frage irgendwie festmachen. Ich glaube, habe ich ja gesagt, dass er das gut gemacht hat. Aber für Sie ist er der richtige Kanzlerkandidat? Ich glaube, das entscheidet sich nicht an dieser Frage, ob er der richtige Kanzlerkandidat ist. Aber Sie als Juso-Bundesvorsitzende müssen doch wissen, wen Sie gerne als Kanzler der SPD hätten. Einen, der gewinnt. Das wäre mit Sicherheit das Schönste. Aber um ehrlich zu sein, Personalfragen sind das eine. Jetzt haben wir gerade Bundespräsident irgendwie gelöst. Für mich steht tatsächlich im Vordergrund, wer kann ein SPD-Wahlprogramm am besten vertreten. Und solange wir noch über das Programm irgendwie diskutieren und da noch nicht Pflöcke eingerammt haben, finde ich diese Personalspekulationen immer so ein bisschen müßig. Und, okay. Gut. Aber Herr Fried hat vorhin darauf hingewiesen, es gab mal eine Zeit, wo man keinen Kanzlerkandidaten aufstellen wollte. Und wenn man jetzt danach fragt, ist Gabriel der Mann, den man aufstellen wird? Okay. Geht gar nicht anders. Okay, wir sind gespannt. Und wir werden in den nächsten Monaten natürlich intensiv darüber weiter diskutieren. Ich bedanke mich für Ihr Interesse, für diese Diskussion. Vielen Dank hier. Und morgen gucken wir natürlich wieder über den großen Teich. Rätselraten in Europa. Was will Donald Trump? Das ist das Thema morgen in der Phoenix-Runde. Wäre schön, wenn Sie dabei sind. Bis dann. Tschüss.